Schauen wir mal. Ich glaube, so ist's richtig. Hey, alle Wagen auf der Ladeschiene. Jetzt sind Sie dran. Was wollen Sie tun, wenn das Rettungsteam auftaucht? Was? Na, die haben den Lärm bestimmt gehört. Über das Rettungsteam machen wir uns später Gedanken. Wie, jetzt bin ich dran. Was muss ich denn jetzt schon wieder machen? Ach so, ja. Stimmt, da war ja noch eine andere Steuerung. Okay, das hier sind die Hauptschalter für die Achterbahn. Von hier aus sollte ich den Wartungsmodus einschalten können. Was könnte denn der Wartungsmodus sein? Gut, die Wagen stehen richtig auf der Schiene. Wir dürften jetzt startklar sein. Oh, ich weiß nicht. Ich nehme den. So sollte es funktionieren. Die Achterbahn sollte uns am Wartungsausgang rauslassen, statt die normale Strecke zu fahren. Na dann. Wow. So, das wär's. Die Achterbahn ist im Wartungsmodus und hoffentlich sicher. Sie wird langsam fahren. Na los, je schneller wir an der Küste sind, umso schneller ist das hier vorbei. Ja, das wird aber anscheinend nicht ganz... Festhalten. Es wird eine ziemlich kurze Fahrt. Kann das Teil denn nicht schneller fahren? Wechseln! Runter! Los!
Und jetzt? Jetzt machen wir eine kleine Spritztour. Einmal und nie wieder. Wir können ja nochmal Achterbahn fahren. Wie haben Sie diese Viecher genannt, die Sie gejagt haben? Carrerasaurier? Herrerasaurus aus dem Trias. Nachdem wir sie gezüchtet haben, konnten wir sie leicht als frühe Theropoden einordnen. Oh klar, frühe Theropoden. Das habe ich doch schon immer gesagt. Stimmt's, Oscar? Wo ist Danny? Oh. Die Kev nicht da. Die Kev! Du schaust im Heli. Ich überprüfe die Umgebung. Nicht weggehen. HU-121, hm? So einen habe ich ja so lange nicht mehr gesehen. Mann, neuer Pilot ist so ein Chaot. Halt bloß die Klappe. Denk nicht mal dran. Steck sie doch mal ein. So. Dennis. Und sie klemmt. Oscar! Mir gefällt das hier alles nicht, Alter. Die Kevs Waffe klemmt. Da drüben ist eine Blutspur. Und er lässt nie seinen Helm einfach so rumliegen. Nie! Die Kev wird vermisst. Vermisst? Vermisst? Auf keinen Fall! Er sollte beim Hubschrauber bleiben. Er muss hier irgendwo in der Nähe sein. Billy! Hörst du das? Wir haben die Bravo schon verloren und... Billy! Wir hauen nicht ohne die Kev ab. Oh Mann, ich lasse nicht zu, dass das ein zweites Nicaragua wird. Rührt euch! Wir haben hier ein Problem. Ein großes. Rein in den Heli, sofort! Ja. Oscar, ich hab keinen Saft. Bin dran. Echt? Und? Versuch's jetzt! Die Batterie reagiert nicht. Nimm eine andere. Das war so. Hast du das gesehen, Oscar? Das gefällt mir überhaupt nicht. Mach schneller! Nehmen wir die letzte. Ist doch immer so. Wir müssen hier weg! Und zwar jetzt! Ich weiß, ich arbeite dran. Nicht du. Versuch's jetzt! Eine gesickte Diebin. Kriegst du auch Handzellen auf? Wer ist noch übrig?
Dr. Sorkin und Ihr Assistent. Danach machen wir den Abflug. Was ist mit Decaf? Decaf ist tot. Ich finde Ihre Tattoos gut. Warum erzählst du ihr nicht, was deine Tätowierungen bedeuten? Was bedeuten sie denn? Die Grabsteine stehen für Leute, die an ihres Lebens gestorben sind. Die Seelen stehen für Leute, die seit Leben gestorben sind. Wo willst du die Kerzen verbringen? Ist ja kaum noch Platz. Sag das nochmal! Hey, kommt schon! Es war ein langer Tag und wir sind alle ein bisschen angespannt. Reißt euch zusammen, Leute! Ich habe keine Angst vor euch. Ich? Naja, ich bin selbst eher ein netter Typ. Aber Oscar! Der letzte Typ, der unangebrachte Bemerkungen über Oscars Tätowierung gemacht hat, bekommt seine Mahlzeiten jetzt durch den Strohhalm, der ihm im Hals steckt. Lass dich nicht täuschen. Du bist hier umgeben von Killern. Hier ist es nicht sicherer als im Dschungel. Umgeben von Killern? Das klingt irgendwie nett. Das wird ein Hitzinger sein. Du bist umgeben von Killern! Yeah! Brauchst du noch mehr Beweise dafür, dass diese Kerle irre sind? Das ist ihr Leben. Sie verlässern andere und reißen dann Witze darüber. Hey, ich mache nie Witze über meinen Job. Außerdem ist Oscar der Lustige von uns beiden. Pass gut auf! So benehmen sich Männer, wenn ihnen der Mut fehlt, sich selbst ins Gesicht zu sauen. Falsch. Ich schaue mir gerne ins Gesicht. Wer würde das nicht bei diesem Prachtexemplar? Komisch, dass du überhaupt was siehst, wo dein Kopf doch so tief in... Das reicht jetzt! Oh, Junge! Was willst du denn machen, mich töten? Das hast du ja eh schon mal gemacht. Du bist verrückt! Lass mir vielleicht einen Schmetterling auf den Knöchel tätowieren. Die Namen der Leute, die du getötet hast, in deine Zettel ein. Versuch's doch! Zuhört, es gibt hier immer noch Leute, denen wir helfen müssen. Ich weiß nicht, was für Probleme sie haben, aber regeln sie die auf dem Festland. Und nein, du kriegst kein Tattoo. Nur um das nochmal zu erwähnen. Dr. Harding, ach, Gott sei Dank sind Sie in Sicherheit. Ich habe mir große Sorgen gemacht, nachdem der Kontakt abgebrochen ist. Wir hatten einen ereignisreichen Tag, Dr. Sorkin. Jede Wette. Im ganzen Park sind Systeme ausgefallen. Saurier laufen frei herum. Wirklich ein Spaß für die ganze Familie. Hey, keine Sorge. Wir sind hier draußen geografisch recht gut vom Rest der Insel abgeschnitten. Hier gibt es nur Pflanzenfresser. Was geht hier vor sich? Es gab ein paar... Komplikationen. Wer sind Sie? Wir sind die Welt. Schön, Sie kennenzulernen, Dr. Sorkin. InGen schickte uns zur Evakuierung der Insel. Ich bin Billy Yoda und das... Also, um das gleich klarzustellen, ich gehe nirgendwo hin. Dieser Teil der Insel ist ziemlich abgelegen und sehr weit von den Raubsauriern entfernt. Ich bin hier sicher und muss nicht gerettet werden. Das ist keine gute Idee, Ma'am. Aber da Sie schon mal hier sind, könnten Sie damit anfangen, die Stapel an InGen-Papierkram einzuladen, die hier so viel Platz wegnehmen. Wir hätten das Zeug schon vor Monaten abholen sollen. Hören Sie, wir haben dafür keine Zeit. Sie steigen jetzt entweder friedlich in den Hubschrauber, oder ich schlag Sie persönlich K.O., fessel Sie und werf Sie rein. Wenn Sie mich anfassen, werde ich Ihren Arsch durch so viele Gerichte schleifen, dass Sie die nächsten Jahre Gesetzestexte lesen werden. Ja. Wissen Sie was? Wenn uns das schneller von dieser Insel bringt, helfen wir Ihnen mit den Kisten. Wo sind Sie? Da drüben, am Lager. Du hast die Dame gehört? Hey, kann ich helfen? Entschuldigung, Herzchen, aber das ist nichts für kleine Mädchen. Du bist sowieso zu dünn. Trinkst du keine Milch? Oh, ich dachte, ihr Jungs wärt ein Rettungsteam, aber ihr seid wohl doch nur zum Schleppen hier. Hey. Wir sind hochausgebildete Söldnerkindchen. Wir machen das nur aus reiner Freundlichkeit. Bringen sie euch in der Söldnerschule auch bei, aus den Knien zu heben? Oder habt ihr für Rettungseinsätze immer eine Sackkarre dabei? Oh, du bist eine ganz schöne Klugscheißerin, hm? Ich mag auch Football und gehe nicht gern shoppen und hab trotzdem noch keinen Freund. Oh, fangen die jetzt an, sich anzubaggern? Hallo? Ist das dein Ernst? Was? Ich mache eine Pause. Gute Idee. Bloß nicht überanstrengen. Also,
Warum hast du Dr. Sorkin eigentlich nicht gesagt, warum wir von der Insel verschwinden müssen? Vertrau mir, wenn wir die verärgern, macht sie uns noch mehr Schwierigkeiten. Und was machen wir dann? Wir setzen unseren Charme ein. Ich brauche nur ein paar Informationen über diese Frau. Über ihre Vergangenheit. Was so in ihr vorgeht. Wenn ich nur das Richtige sage, wird sie am Schluss sogar denken, dass es ihre eigene Idee war, die Insel zu verlassen. Hey, kann ich eine schnorren? Okay. Also diese Jazz ist wirklich, ne? Also irgendwie... Ich heb die Dinger nicht hoch. Die wiegen doch bestimmt Tonnen. Ich dachte, wir sollten hier nur Aktenkartons herumtragen. Ja. Ah ja. Okay. Oh, sogar Fässer gibt's. Boah, riecht wie ein Fass voll nassem Hundehaar. Aber echt, keine Ahnung, warum die Saurier das Zeug fressen. Also, wer hat Lust, die Kisten zum Hubschrauber zu schleppen? Doch so viele. Ich auch nicht. Na toll, das hat's jetzt auch gemacht. Was denkt sich Sorkin eigentlich? Wie zum Teufel sollen wir das alles in den Heli kriegen? Keine Ahnung. Aber mach's lieber, wenn du dich mit ihr gut stellen willst. Ah, okay. Tja, danke. Du warst eine Riesenhilfe. Schon okay, wenn du mitkommen willst, aber lass Oscar ein wenig freiraum. Er hat's nicht so mit Kindern. Oder Erwachsenen. Oder Tieren. Eigentlich hat er's mit niemandem. Geh ihm einfach aus dem Weg. Willst du vielleicht auch mal was machen? Oder bist du jetzt in der Gewerkschaft? Hey, Oscar, gab's in der Einsatzbesprechung irgendwelche schmutzigen Details über Sorkin? Ich brauche ein paar Infos, bevor ich den guten alten Yoda-Charme einsetze. Hat in den 70ern viel demonstriert. So ein Tierschutzkram halt. Mit Ingen in Beziehung stehende Infos sind unter Verschluss. Sollen davon ausgehen, dass sie uns schrecklich nerven wird. Was stand da? Zwischen den Zeilen. Leute, jetzt weiß ich ja, wie man aus dem Gespräch rauskommt. Jetzt muss ich das Gespräch nicht tausendmal wiederholen. Wartet hier. Ich rede mal mit Sorkin. Was soll ich machen? Du willst helfen? Dann wühl dich mal durch diese Kisten und schau, ob du was Interessantes über Dr. Sorkin findest. Oh. Cool. Klar, dass Hammond kein echter Wissenschaftler ist. Aber das hätte jemand voraussehen müssen. Könnte ich mir mal Ihre Wunde anschauen? Ja, warum nicht? Wissen Sie, Doc, beim Besucherzentrum habe ich solche Bisswunden bei einem meiner Männer gesehen. Mr. Billy für Sie. Mr. Yoda, würden Sie sich bitte wie abgemacht um die Ingen-Akten kümmern? Ja, Ma'am. Hey, wissen Sie, wer unsere Gefangene ist? Sie wären die Erste. Naja, ich habe sie noch nie auf der Insel gesehen. Wüsste nicht, dass sie für Ingen arbeitet, aber ich kenne auch nicht jeden hier. Möglich wär's also. Ich weiß, dass Sie wütend sind und verängstigt und wahrscheinlich auch erschöpft. Warum machen Sie das alles mit? Tut mir leid, kann ich Ihnen nicht sagen. Nun gut. Verängstigt, naja. Also, was hast du rausgefunden? Scheint, als wollte Dr. Sorkin aus der Insel ein Saurierreservat machen und keinen Vergnügungspark. Hat Ingen wohl nicht gefallen, hm? Warum auch? Reich wird man damit nicht. Also hat Dr. Sorkin eine Schwäche für den Artenschutz. Gut zu wissen. Ganz schön viele abgelehnte Vorschläge für ein Dino-Reservat. Ja. Das muss man ihr lassen. Sie gibt nicht so schnell auf. Na dann. Artenschutz. Wissen Sie, was er zu mir gesagt hat? Es ist egal, dass hier Dinosaurier aus dem Jura und dem Trias nebeneinander leben. Hauptsache, es ist aufregend. Schwach. Also, woher wussten Sie das mit dem Betäubungsmittel? Bedauerlicherweise ist es nicht das erste Mal. Hey, Doc, haben Sie da drin eine Apotheke? Wird ein langer Rückflug, wenn wir die Gefangene weder aufputschen noch beruhigen können. Sie wirkt gerade recht harmlos. Sie ist mit Handschellen gesichert. Haben Sie Angst davor, von ihr verprügelt zu werden? Wäre nicht das erste Mal, dass eine Frau ihre Finger nicht von mir lassen kann. Ich unterbreche nur ungern, nein. Aber wir sollten jetzt los. Kommt leider nicht in Frage, Mr. Yoda. Jemand muss sich während dieses Chaos um die Saurier kümmern. Tut mir leid, Dr. Sorkin, aber Ingen will alle Überlebenden so schnell wie möglich auf dem Festland haben. Ohne Ausnahme. Warum so eilig?
Wäre diese Insel nicht besser für so eine Art Saurierreservat geeignet? Ist doch ziemlich dämlich, sie so zu behandeln, als ob das hier irgendein Zirkus wäre, oder? Das stimmt natürlich. Aber solange John Hammond hier das Sagen hat, brauchen die Tiere mich. Ich muss sicherstellen, dass sie mit Respekt behandelt werden. Hammond hat diese ganze Sache echt gegen die Wand gefahren. Seine Inkompetenz ist nach dieser Katastrophe offensichtlich. Das ist natürlich wahr. Wenn Sie wüssten, was ich in meiner Jugend so getrieben habe, wären Sie überrascht, mich hier zu finden. Ich weiß es ja. Irgendjemand muss mit dem Aufsichtsrat über den Schutz dieser Dinosaurier reden. Sie glauben doch an den Tierschutz, oder? Würden Sie für Sie nicht Ihren Kopf hinhalten? Sie haben völlig recht, Mr. Yoda. Aber das ist alles unwichtig, wenn der Aufsichtsrat... Okay, hören Sie, ich sollte Ihnen das eigentlich nicht sagen, aber... Soweit ich weiß, wird der Aufsichtsrat eine Sondersitzung halten wegen, Sie wissen schon, einer neuen Leitung. Wenn Sie da wären, könnten Sie die Ereignisse bezeugen, die hier vorgefallen sind. Sie müssten auf Sie hören. Das ist wahr. Ich sag's nicht gern, Mr. Yoda, aber Sie haben vielleicht recht. Unsere Anweisungen erwähnten auch einen Assistenten. David. Ja. Ich fürchte, David wird nicht mit uns kommen. Er sollte sich vom Quarantänegehege fernhalten. Das tut mir sehr leid. Danke sehr. Aber bevor wir gehen, muss ich noch unbedingt etwas im Labor erledigen. Dr. Harding, vielleicht könnten Sie und Ihre Tochter mir helfen. Ich arbeite an einem Heilmittel für eine der garstigeren genetischen Störungen der Saurier. Na, garstig. Tschüss, trab an. Dr. Harding, wir haben es geschafft. Was genau haben wir denn geschafft? Die Lysin-Kontingenz aufgehoben, natürlich. Moment, wie was bitte? Was ist das? Ingen, Henry Wu, hat den Dinosauriern ein Gen hinzugefügt, das sie abhängig von der Versorgung mit einer Aminosäure namens Lysin macht. Ohne ihre wöchentliche Dosis sterben sie. Das können Sie den Saurier nicht geben. Wir brauchen die Kontrolle über sie. Wenn nur ein paar von der Insel flüchten. Okay, hören Sie. Ich arbeite jetzt seit Monaten an Verhaltenstests mit den Parasauriern. Wenn ich jetzt aufs Festland reise, werden sie bei meiner Rückkehr alle tot sein. Genau wie meine Forschungsarbeit. Parasaurier? Parasaurolophus, Pflanzenfresser. Normalerweise keine Gefahr. Lassen Sie mich Ihnen die Lösung verabreichen und schauen, ob sie funktioniert. Von wie vielen reden wir hier? Warum kommen Sie nicht mit? Sie können den Fortschritt, den wir gemacht haben, begutachten. Können wir, Dad? Na gut, gehen wir. Cool. Parasaurolophus, na Mensch. Da sind die mit der Tolle aufgekommen. Trotz der Umstände bin ich froh, dass ich Ihnen das hier endlich mal zeigen kann, Dr. Harding. Wir haben hier sehr interessante Sachen mit den Parasauriern angestellt. Kommunikations- und Verhaltensstudien. Sie konnten ihre Rufe deuten? Einige davon. Und ich werde sie nutzen, um sie freizulassen. Freilassen? Ich werde die Lösung nicht einsetzen, solange sie noch da drin sind. Aber woher wissen wir, dass keine bösen Dinos hier sind? Ob du es glaubst oder nicht, die Saurier haben es mir verraten. Siehst du die da? Sie ist der Wachposten. Während die anderen grasen, hält sie Ausschau. Wenn noch Raubsaurier in der Nähe wären, wäre sie nervös und würde einen Warnruf von sich geben. Aber sie ist ganz ruhig. Jerry, Sie können die Lautsprecher von da aus aktivieren. Jess und ich stellen die verschiedenen Parasaurier-Laute ein, die wir darüber dann abspielen. Dad, ist schon gut. Es ist doch sicher, oder? Die Parasaurier werden uns warnen, falls es Ärger gibt. Bleib bei Dr. Sorkin. Ja, tu das wenigstens. Okay. Imitieren wir ein paar Parasaurolophus. So, und nun? Was stellen wir denn ein? Was machen wir also? Wir können die Tiere nicht einfach rausscheuchen. Aber wir können sie mit Hilfe ihrer eigenen Laute manipulieren. Cool. Die Lautsprecher im Westen des Geheges können einen Fütterungsruf der Parasaurier abspielen, der die hungrigen Saurier anlockt. Die östlichen Lautsprecher spielen einen Paarungsruf ab, der die amorös eingestellten Saurier anlockt. Was ist mit den großen Lautsprechern in der Mitte des Geheges? Ah, die spielen den Warnruf ab. Die Parasaurier werden sich instinktiv davon wegbewegen. Wir können die Saurier also aus dem Gehege treiben, indem wir die Lautsprecher und ihre Rufe einsetzen. Anscheinend.
East Speakers kriegen ein Herzchen. Und die eine Karotte. Okay. Aber ich kann mir erstmal die Kirche angucken, ja? Na gut, gucken wir mal. Okay, es liegen. Okay, die sitzen also alle da. Probieren wir doch einfach mal ein paar Ausrufe. Und zwar hier. Wie mache ich die Lautsprecher an? Das muss dein Dad erledigen, wenn wir soweit sind. Dr. Harding? Ja? Östlich. Sie müssen für mich die Lautsprecher im Osten aktivieren, bitte. Im Osten? Okay. Also, was ist mit Ihrem Assistenten passiert? Darüber sollten wir nicht jetzt reden. Haben Sie lange mit ihm gearbeitet? Ist nicht wichtig. Oh. Er war ein wunderbarer junger Mann. Und ich bin traurig. Wirklich. Aber ich muss mich hierauf konzentrieren, sonst werden diese Tiere auch sterben. Gefangen hinter den Mauern, die wir gebaut haben. Verstehst du? Okay. Dann packen wir da noch ein bisschen Füttern drauf. Gille. So. Westen. Dr. Bitte. Harding? Ja? Westen bitte. Die westlichen Lautsprecher bitte. Da gibt's aber nichts. Ich habe gehört, Sie waren in den 70ern sowas wie eine Hippie-Demonstrantin oder so. Von wem weißt du das? Von Yoda. Die 70er waren eine turbulente Zeit. Ich habe für das gekämpft, an das ich glaubte. Und manchmal wird man dafür verhaftet. Sie wurden verhaftet und haben trotzdem noch den Job als Wissenschaftlerin gekriegt? Paläogenetikerin. Und ja, die Jugend ist das richtige Alter, um Dinge zu riskieren und seine Grenzen auszutesten. So stellt man fest, was einem wichtig ist. Ja, jetzt sind sie eigentlich alle in der Hälfte. Jetzt könnte ich ja eigentlich den mittleren aktivieren, dass sie vor Schreck rauslaufen. Aber es gibt keine Taste für die Mitte. Tja, was tun?